Wir machen weiter mit Railway Empire und mit dieser schönen kleinen Karte, der Karte ganz im Westen von Amerika, mit der die Entwicklung des Spieles oder das Release des Spieles eng verbunden ist, denn anfangs gab es ja nur die USA bei Railway Empire und sonst nichts. Da waren ein paar Leute auch enttäuscht, die haben gesagt, um Gottes Willen, wir wollen auch mal Europa spielen. Dann haben die Entwickler halt immer mehr europäische Karten nachgeliefert mit ihren DLCs. Mittlerweile gibt es eine Complete Edition von Railway Empire, eine Complete Collection, entschuldigt bitte. Da sind halt ganz viele andere DLCs drin, die einen rund um den Globus führen. Und ihr seid ja, ihr wisst ja, wo ihr seid, ne? Bei der kleinen Mini-Reihe, jetzt auf Twitch, nachher auf YouTube, wo ich die für alle, jede einzelne Karte will ich einmal anspielen mit euch. Wie lange gucken wir mal? Oh Gott, ein Indianer-Umsiedlungsgesetz beschlossen. Verhandlungen mit Stämmen beginnen. Das lange umstrittene Gesetz zur Umsiedlung der Indianerstämme östlich des Mississippi tritt mit dem heutigen Tag in Kraft. Die Regierung ist nun dazu ermächtigt, mit den betroffenen Stämmen Verhandlungen über deren freiwillige Zwangsumsiedlung zu führen. Kritiker des Gesetzes. Kritikern hielt Präsident Andrew Jackson, der leider, füge ich hinzu, in die Geschichte der USA eingegangen ist als Indianerschlechter. Er sagte, der Fortschritt erfordere es nun einmal, sich vorwärts zu bewegen. Ganz schlimme Epoche. Und der Andrew Jackson, der zeitweilig super populär war als US-Präsident und der in manchen Filmen, auch in Hollywood-Filmen, so noch verherrlicht wird als raubeiniger Western-Typ, der irgendwie die Frontier, die Grenze in den Westen hinweg vorangetrieben hat und das Land erschlossen hat, hatte halt auch die Schattenseite, dass er ein furchtbarer Indianerschlechter war. Ganz schreckliche Dinge sind damals geschehen. Ja, er fährt die Strecke nochmal. Also jetzt haben wir die Frachtversorgung sichergestellt von San Francisco. Geld kommt dazu. Wir verdienen auch ganz gut. Und jetzt ist die Frage, also ich bin echt dafür, wir verlängern die Passagierstrecke ein Stückchen in Richtung Osten. Die Strecke, hier fahren wir noch einmal mit. Ist auch eine traumhafte Landschaft. Und dann sollten wir etwa 25% mehr Expressaufkommen haben auf der Strecke. Und dann vielleicht Doppelgleise legen und von hier aus auch die Güter, die hier, die werden nicht alle abtransportiert. Also die werden alle abtransportiert, aber die stapeln sich an in San Francisco. Die Städte können so eine gewisse Menge an Gütern aufnehmen, auch wenn die nicht akut verbrauchen, aber irgendwann hat es sich ausgelagert in Städten. Dann werden die Dinge nicht mehr abtransportiert von den nahegelegenen Farmen, Bauernhöfen, Minen, was auch immer. Und dann brauchen wir einen zweiten Abnehmer hierfür. Guck mal im Hintergrund rechts, schaut mal da, da ist eine Stadt. Seht ihr die Skyline? Das ist die Stadt, wo die ich gerne anschließen würde. Ganz rechts. Jetzt seht ihr sie nochmal. Ich zeige sie euch nochmal von hier. Da hinten, das ist die Skyline. Und da könnten wir halt sowohl Mais als auch Vieh auch hinbringen. Ich glaube beides, glaube ich, nach meiner Erinnerung. Beides wird nachgefragt und dann könnten wir dafür sorgen, dass diese Bahnhöfe dauerhaft ausgelastet sind. Das kostet allerdings ein bisschen Geld. Dahin müssen wir unter anderem eine Brücke bauen, aber so eine schöne Westernholzbrücke bauen und drüber tuckern, das wäre was. Würde ich auch gerne machen. Hallo Blau Mina, das ist liebe Grüße an dich und danke, dass du da bist. Danke für die lieben Sätze. In San Francisco. 111.000. Die wollen wir jetzt reinvestieren. Wer hupt denn da? Er hupt, tutet denn die ganze Zeit da? Das nicht. Irgendjemand tutet die ganze Zeit. Im Ernst, das bislang war ich, aber das ist das Antworten. Wie viel verdienen wir mit dem Mais? Jetzt bin ich sehr gespannt. Weil die Strecke war lange, die wir gefahren sind. Ja, nimm mal mit. Also eben, das ist, entspricht etwa dem Geld, das wir eben für die kürzere Strecke bekommen haben beim Vieh. Entfernung nicht so entscheidend. So, jetzt wollen wir aber mal Geld investieren. Das heißt, einmal abspeichern. Oh, ein weiterer Forschungspunkt. Den geben wir aus.
erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt, in der dein Unternehmen einen Bahnhof hat, um 5%. Was heißt denn das? Heißt das, dass jetzt einfach in jeder Stadt es 5% mehr sind oder heißt das pro Bahnhof? Nee, einfach pro Bahnhof, glaube ich, 5% mehr. So verstehe ich das. Das ist schon mal okay. Frachtwaggonvergütung 8% ist auch okay. Worauf setzen wir mehr? Die Auslastung der Expressstrecke ist wichtiger. Die bringt uns ja auch mehr Geld. Die 8%, wir gehen mal hier drauf. Beides werden wir uns irgendwann holen. Die Blattfederung. Jetzt brauchen wir noch einen. Das holen wir uns als nächstes. Und dann holen wir uns die neue Locke, die John Bull. Jetzt wird einmal abgespeichert. Hoppla, wo bin ich denn gerade gelandet? Hier vorne müssen wir hin. So. Einmal rüber. Und jetzt ziehen wir hier hinten hin. Und setzen hier. Hier geht's weiter bis zum äußersten Rand der Karte, genau. Das sind die Wüsten in Texas. Ich kaufe mir erstmal nur einen kleinen Bahnhof. Den kann man ja wieder vergrößern. Und wir nehmen die Personensachen nach innen. Das heißt, wir bauen einmal so einen Bahnhof hier hin. Da geht es nach rechts weiter. Das heißt, wir bauen den leicht schräg, aber nicht zu sehr schräg. Wir bauen ihn... Moment, lass ihn mal kurz nachdenken. Wir bauen ihn so. Und in die Mitte, weil dann die Zeiten... Habe ich einen Zweier gebaut? Nee, einen Einer. Jetzt ziehen wir... Weil dann die Umsteigezeiten kürzer sind. Jetzt machen wir die Verlängerung. Von hier rüber, hier hin und ziehen, oh, das geht schön gerade. Ziehen einen Punkt hier rüber, muss man kaum korrigieren. Das können wir genauso machen. Bisschen teurer mit den Erdarbeiten, aber nur einen besseren Blick, aber die 3% sind mir zu heftig. Wenn wir den geringfügig hochheben. Nee, das ist zu doll. Ich gebe keine 9000 aus, oder? Der Wall ist zu groß. Den müssen wir leicht erhöhen. Das war eine Schnapsidee. Es einfach so, wie es eben war. Das war okay. Bestätigen das. Da oben will ich noch gucken, ob der gerade rauskommt aus dem Bahnhof. Macht er. Haben wir gekauft. So, jetzt brauchen wir doch so, das brauchen wir doch das Wartungsgebäude hier in Los Angeles. Das müssen wir auf jeden Fall dann nachher einpreisen, weil sonst gibt es irgendwann Chaos. Wenn wir den Mais nachher anschließen, nach Los Angeles schicken und wenn wir den Mais runterschicken nach San Diego, ab dann spätestens brauchen wir wirklich ein Wartungsgebäude in Los Angeles, weil die kurzen Strecken hier unten natürlich nicht den Wartungsbahnhof hier oben in San Francisco nutzen. Sonst geben die Züge irgendwann den Geist auf und fahren immer langsamer, haben Pannen und so weiter. Aber noch ist es nicht nötig. Und jetzt verlängern, jetzt müssen wir die Strecke noch verändern. Das heißt, wir müssen, glaube ich, leider bei jedem einzelnen Zug, da bin ich mir nicht ganz sicher, in Zugverwaltung gehen.
und die Zuglinie verändern. Ich befürchte bei jedem Einzelnen. Es sei denn, die hätten irgendein Komfortfeature. Haben die ein Komfortfeature? Ich glaube nicht, ne? Das hinter nach von San Francisco aus geht es dann nach Los Angeles zurück. Dann geht es hier hin und dann geht es wieder nach Los Angeles. Und ich reduziere mal die Anzahl der Güter, die mitgenommen werden, auf 2, damit die Zug ab. Nee, 3 sollten es schon sein. 3 überall. 3, 8. Müssten es sein, das müsste eigentlich klappen. Natürlich Schiss, dass irgendwann, wenn man in einem Bahnhof zu wenig ist, dass das dann alles ausgebremst wird, aber ich halte es für denkbar unwahrscheinlich. Jetzt müssen wir das jetzt wirklich jedes Mal machen, bei jedem Einzelnen. Tatsächlich. Naja, da müssen wir da durch. Also einmal nach Los Angeles, einmal nach San Diego. Diese Schritte muss man gar nicht unbedingt machen im Augenblick, aber ich habe mir das so angewöhnt, weil dann hat jeder hat das zu seinem Stil, dass ich wirklich das immer so als Denk- und Stützhilfe auch habe, dass ich sehe, wo fahren die wo lang und das nochmal extra markiere. Ich habe da persönlich gute Erfahrungen mitgemacht. Nehmen wir noch den hier. Das ist der dritte. Dann machen wir noch ein letztes Mal Streckeänderung. Und dann noch der vierte und letzte. Prima. Ja, das ist natürlich die Routenbezeichnung. Stimmt natürlich nicht mehr in Los Angeles, San Francisco. Wir nennen mal alle um in. Mit dem fangen wir an, weil da bin ich echt pingelig. Das muss ja auch, der Name muss ja auch stimmen. Wir nennen den mal um Pacific Express. Bin ich gespannt, ob ich das kopieren kann mit Steuerung und C. Gucken, ob das klappt. Ja, es klappt. Weiß ich noch nicht. Ja, sehr schön, funktioniert. Immerhin ein kleines Komfortfeature. Müsste eigentlich alles klappen. Und jetzt könnten wir uns überlegen, ob wir einen der Waggons noch zusätzlich klonen oder dann hier vorne einsetzen. Geh mal raus. Wo ist der nächstgelegene? Der nächste, der hier abfährt oder der in die Richtung fährt, ist der hier, ne? Der Pacific Express. Das ist, glaube ich, der nächste auf der Strecke. Lass uns den, der fährt hier gleich, dann lass uns den klonen, dass der in San Diego anfängt. Aber es ist ein bisschen zu früh. Wir warten ab, bis die fahren zwei hintereinander, oder? Der fährt nach rechts, der fährt nach links, ne? Wir warten mal ab, bis der hier angekommen ist. Dann lassen wir den linken. Wenn der hier angekommen ist, an dem Wendepunkt, dann geht es hier rechts los.
dann klonen wir den für 30.000 und dann würde ich hier sogar schon mal die Doppelstrecke bauen. Ach Gott, dann muss man den... So, wir investieren mal ein bisschen Geld. Noch eine Ausweichstelle hier. Einmal Signale hier vorne, bitte. Einmal hier. Und dann könnten wir vorübergehend, bis wir genug Spielgeld haben, sogar noch eine Ausweichstelle zusätzlich bauen, irgendwo, wo wir das Gefühl haben, es knubbelt sich immer. Aber das würde ich erstmal nicht machen. Wir machen die Bahn nachher dann richtig. Wir müssen auch die Bahnhöfe eventuell ausbauen dafür. Vielleicht sollten wir die ja vor allem in den steigigen Passagen doppelt machen, weil wenn die dann anfahren und neu fahren, wir gucken mal. Wir fahren mal weiter. Jetzt fährt hier einer ab. Das ist ein neuer. Habe ich den schon eingerichtet? Nee. Hatte ich den schon gekauft? Ich hatte ihn noch nicht gekauft. Das heißt, wir gehen jetzt rein und kaufen wieder eine Lok und, machen als Zuglinie Abfahrt hier, da, da, da. Wenn ich den nur geklont hätte, dann wäre der Zug wieder gestartet in Los Angeles und nicht in San Diego. Deshalb mache ich das jetzt nur einmal manuell. Dem gucken wir jetzt mal zu. Da ist er. Bin ich gespannt, wie viel der mitnimmt. Voll. Das gibt ordentlich Geld. Und das ist auch eine gerade, glatte Strecke. Ja, mit lauter Kakteen. Ich hatte, glaube ich, eingangs darüber gesprochen, dass wenn ihr ein bisschen müde seid oder schlecht gelaunt, euch bitte einfach in der Wüste mal kurz aus dem Fenster lehnt, so eine Hand aus dem Fenster so rausschleifen lasst und bevor euch die Fingernägel von Steinen weggerissen werden, vielleicht ganz schnell und geschickt euch eine Kröte schnappt, die dann als Erfrischung reinzieht, einmal den Rücken abschlägt. Ganz lecker. Krötendrüsendrogen werden zwar nicht serviert vom Bordpersonal, vom Zugpersonal in unserer Stadt, aber es wird toleriert. Drogengenuss ist erlaubt, solange es sich um Spuck- und Kautabak und um Krötendrüsensekrete handelt, dürft ihr das gerne benutzen. Wir verkaufen die nicht, aber ihr dürft die nehmen. Nur in der ersten Klasse werden die auch serviert. Zum einen wird da Kaktussaft, Kaktusmilch als Erfrischung kredenzt. Zum anderen für die Reisegefährten, die sich eventuell ein bisschen abgeschlagen und apathisch fühlen, wird dann noch werden Kröten serviert. Genau. Die sind auch vorher sauber geschrubbt. Die sind geputzt. Also man hat den Kröten die Zähne geputzt. Man hat nicht den Rücken geputzt, weil es ist ja eklig. Da lecken ja so viele Leute dran, wer will denn sowas sauber machen, aber die Zähnchen haben die denen geputzt. Ja, wir brauchen zwei gleisig. Das ist alles, auf Dauer muss das sein. Kaktusmilch, frisch gemolken, fachsimpelt der Chat. Jetzt geht's da rein, jetzt gibt's auch Geld. So, und jetzt gehe ich
doch mal auf Nummer sicher und investiere leider einen Teil des Geldes hier ins Wartungsgebäude. Das ist mir zu heikel. Auch wenn es 80.000, oh Gott, ich dachte, es wären 60. Da müssen wir noch ein bisschen weiterfahren, ja. Also wenn wir jetzt eh noch Geld brauchen, um die Strecke zweigleisig auszubauen und dieses doofe Wartungsgebäude zu bauen, dann würde ich sagen, wir lassen das Geld im Schlaf wachsen. Wie ich das meine, guck mal. Wir lassen das Geld im Schlaf mal dazukommen. Wir legen uns zurück in unserem Schlafabteil, blinzeln hinaus in die Nacht und hören im Hintergrund das leise Klimpern der Geldmünzen, die auf den Schaltertresen der Bankbeamten eingezahlt werden und in den Kassenhäuschen hinterlegt werden von den Passagieren. Da können wir demnächst die Strecke schicker ausbauen. Nacht immer. Sehr, sehr hübsch. Träumig. Gandalf der Graue. Lieben Dank. Drittes Abo. Hallo Gandalf. Ja, natürlich. C-Rex, du darfst das fragen mit Twitch. Ich bin Vollprofi, also Vollprofi als Twitch und YouTube-Content-Creator, wie man das auf Neudeutsch sagt. Ich habe einen alten Beruf an den Nagel gehängt, da war ich Radiojournalist jahrzehntelang, über 30 Jahre lang, WDR, Deutschlandfunk und unter anderem, und habe da alle möglichen Sendungen gemacht oder Live-Sendungen vorbereitet, viele Beiträge gemacht, viele Hörbuchbesprechungen gemacht und vieles andere mehr und auch Buchbesprechungen, Buchrezensionen. Beiträge über politische Fragen, kulturhistorische Themen, alles Mögliche. Hab dann das hier als Hobby angefangen vor ein paar Jahren. Das war vor 6 Jahren, im April 2014. Vor 7 habe ich mein erstes Let's Play-Video veröffentlicht und im Laufe der Zeit wurde das dann formt. Da kommt uns wieder ein Zug entgegen. Hat der Held freundlicherweise, wie romantisch der Nachthimmel ist. Und wurde es halt allmählich vom Hobby zum Nebenverdienst und dann habe ich aber gemerkt, das ist super stressig, weil ich habe das hier so, also hat zwar Spaß gemacht, aber ich habe das so ernst genommen, als ob es wirklich auch ein Beruf wäre, weil so halbe Sachen machen fällt mir oft schwer. Bin ich auch gar nicht so stolz drauf, also ich will jetzt gar nicht damit angehen, im Gegenteil, also ich finde das cool, wenn Leute auch mal Dinge halb machen können, mir fällt das oft schwer. Und ich habe dann im Prinzip die ersten, ich glaube 2 Jahre lang, quasi 2 Vollzeitbeschäftigungen gehabt, nämlich damals noch YouTube, nicht Twitch, also auch kaum Livestreams, mehr Videos gemacht und ja, das war schon heftig. Es war auch in Zeit, habe ich Körner gelassen, habe ich irgendwann begriffen, die Sache, die größere ist, ist auch das Hobby. Und damit kann man anscheinend auch Geld verdienen und seinen Lebensunterhalt bestreiten. Da habe ich, um meinen Stress zu reduzieren, Schritt für Schritt, Monat für Monat, meine Arbeit reduziert. Es geht als Freiberufler, dann nimmt man einfach weniger Aufträge an. Und dann wuchs das Hobby zum Nebenverdienst, zum Nebenberuf, dann zum Hauptberuf und mittlerweile zum alleinigen Beruf. Und mache jetzt nichts mehr fürs Radio, hab da alle Brücken gekappt. Und was gar nicht so leicht ist, dann hält einem das private Umfeld auch erstmal zu Beginn für leicht beschränkt, wenn man das macht. Es hat ja gut geklappt. Ich war nicht in der Not, das aufzugeben. Es hat ja alles super geklappt, ne? Aber das ist natürlich schon, ist schon was sehr Schönes. So, ich stelle fest, der eine oder andere im Chat macht schlapp. Das muss euch nicht peinlich sein. Ich will auch keine namentlich nennen. Gute Nacht, Marcel. Ich will niemanden namentlich rausnehmen aus der großen Gruppe. Es hat jetzt alles viel länger gedauert, als ich dachte. So 2-3 Minuten mache ich noch. Vielleicht 4 oder 5, aber länger nicht. Wir wollen ein bisschen hin und her gucken. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, man macht das nur einmal. Also jede Karte einmal bei einem Stream, ne? Wisst ihr, was ist entscheidend spontan? Ob wir diese Karte weiterspielen oder ob wir sagen, nächstes Mal machen wir wieder eine andere. In einer anderen Klimazone, mit einer anderen Herausforderung, mit anderen Gütern. Anderes Ecke der Welt vielleicht. Vielleicht nur Europa oder irgendwo anders. Andere Epoche, andere Loks. Andere Herausforderungen, andere Abenteuer. Oder dass wir das hier fortsetzen. Ich glaube, ich überrasche mich, glaube ich, selber. Und euch auch beim nächsten Mal. Wir gondeln noch ein bisschen weiter hier. Da
wir bleiben zu oft stehen. Also wenn wir das hier mal wirklich fortsetzen, dann müssen wir noch echt auf Doppelgleise gehen. Das sieht so hübsch aus, mein Lack. Ohne Doppelgleise läuft hier nichts. Ja, ich glaube, so ganz allmählich wünsche ich euch allen mal eine gute Nacht. Bis zum nächsten Railway Empire Abenteuer. Auf dieser oder einer anderen Kraftwerk.